Привет, meine Freunde, meine Comrades. Wir sind auf russischem Gebiet unterwegs, deshalb die Begrüßung. Willkommen wieder zu einer Runde World of Tanks. Wir sind hier im High-Tier unterwegs mit unserem Panther auf der 7er Stufe. Das heißt, wir können hier so ein bisschen Zielclubbing betreiben. Und wir gehen am besten mal auf die Kanone ein, denn der Panther, der ist zwar hier und da ganz gut, aber er braucht wirklich seine Distanz, damit er vollkommen, ja, die Stärken ausspielen kann. Wir haben hier 135 Schaden. Ah, das ist fürchterlich. Andere 7er, vielleicht dieser T20 da, der hat ja fast doppelt so viel Schaden. Aber dafür haben wir relativ viel Durchschlagskraft, was dann mit APCR noch wesentlich mehr wird. Also da können wir schwer gepanzerte Heavies penetrieren damit, wenn wir Lust drauf haben. Ich habe keine Lust, deshalb habe ich auch keine Schüsse mitgenommen, APCR. Und das Ganze kann man sich so erklären, das habe ich auch in War Thunder gelernt. Dieser Panzer 5, was der Panther ist, der spielt die 75er Kanone und die hat auch der Panzer 4. Zum Beispiel der Panzer 4H oder Panzer 4F2 und das Kaliber ändert sich nicht, aber die Penetration, die Kanone wird länger, das heißt das Geschoss hat mehr kinetische Energie und kann damit dann mehr Stahl durchdringen. Dementsprechend kann man mit dem Panther wenig Schüsse traden, auch wenn die DPM ziemlich hoch ist. Wir haben hier eine sehr, sehr hohe Kadenz von, ich glaube, 3,2 Schuss pro Sekunde. Ja, ihr seht es, da macht es dann sehr viel Sinn, hier immer loszuklickern, wenn die Schüsse so schnell rauskommen. Und hier nehmen wir diesen hässlichen Mutanten raus, den Panzer 4S mit dem Schmalturm. Den Schmalturm vom Panther. Wir haben jetzt gesehen, die gegnerischen Heavys sind nicht hochgefahren. Ich überlege mir, ich schieße, glaube ich, auf den IS, denn der ist wesentlich gefährlicher. Das ist der Kollege, der sich mit unserem Tiger P sich duellieren müsste. Wir kriegen ja sehr, sehr viele gute Schüsse rein. Er hat hier sowas von Fehler gemacht. Ich hätte ihn gerne getrackt. Wir haben die Möglichkeiten durchaus dafür, denn unsere Kanone, die ist nicht nur sehr, sehr schnell feuernd und ja, sehr, sehr gut penetrierend. Sie ist auch sehr, sehr genau, wie wir auch sehen können. Also ich glaube, ich habe hier so eine Genauigkeit von 0,28, wenn mich nicht alles täuscht, auf 100 Meter. Dementsprechend können wir da sehr, sehr gute Schüsse setzen. Wie zum Beispiel hier in die Seite des Churchills, der hier gut gespottet wurde. Und jetzt wird er dafür gestraft, dass er so, ja, sich so dämlich positioniert hat. Unser Team macht es ganz gut. Wir machen vielleicht keine gute Arbeit bei unserem Spawn, 1er-2er-Linie, aber dafür gehört uns mehr oder weniger die Mitte und wir können jetzt sowas von diese Heavys hier bestrafen, die nicht auf den Hügel gefahren sind, was ihr Fehler ist, denn sie können zwar hier jetzt ein bisschen was machen, aber nicht wirklich viel und wir können hier den Churchill, ja, nee, ich warte auf den IS. Ah, der Churchill ist weg, T-34-85 zerstört ihn, der Schuss geht komischerweise weg und der IS verschwindet, obwohl wir hier eine Sichtweite von über 445 Meter müssen das sein, haben. Das ist das Maximum, was man haben kann. Danach deckt man feindliche Panzer wesentlich schneller auf. Hier ein bisschen, ja, übermütig fast, wie wir hier rumhängen. Der VK zeigt sich und der IS ist natürlich kein Problem, wie ich selber schon gelernt habe. Ich habe ja selber die IS-Reihe gespielt. Bin jetzt schon beim IS-7, da habe ich gestern, ja, das war noch gestern, das war kurz vor Mitternacht, eine tolle Runde aufgenommen mit dem IS-7 und das war auch wieder Malinowka. Es war sehr, sehr genial, muss ich sagen. Und der KV-1S, der hat eine Derp-Gun, würde ich so schätzen, aufgrund der Geschwindigkeit des Projektils. War super, super langsam. Stimmt, ich habe noch vergessen, wir müssen nicht allzu sehr vorhalten, denn unsere Kanone, die, ja, hat eine sehr, sehr hohe Fluggeschwindigkeit. Der KV-1S ist hier Geschichte und der IS kriegt noch ein paar Schüsse rein. Will ja noch einen Schuss wegkriegen, fährt jetzt sogar noch vor. Was ist sein Problem? Wir tracken hier noch irgendwas oder nicht und er ist Geschichte. Es steht 7:5, wir haben schon fast 2000 Schaden. Das sind bei 135 Alpha Damage recht viel. Über 10 Schüsse, haben ja auch schon eine Menge verschossen. Unser Team stellt es noch ganz gut an und jetzt
sehen wir natürlich die Gegner hier in deren Spawn. Und zusammen mit unserer guten Funkreichweite können wir die Gegner jetzt schön auseinandernehmen. Wir können schön spotten und wir können schön weit schießen. Denn ich glaube, ich habe hier schon die Funkreichweite ausgebaut. Durch diese Relaisstation, verbesserte Relais, irgendwas. Na, nicht Relaisstation, aber wir haben auf jeden Fall eine höhere Funkreichweite. Was uns natürlich hilft, beim Panther auf größeren Karten zu spielen. Aber so kleinere Häuserkämpfe sind fürchterlich. Da muss man wirklich sehr, sehr gut flankieren. Auch wenn man teils im High-Tier ist, muss ich sagen. Da sehen wir den T20. Das ist mein Kollege, der auch hier auf Stufe 7 ist. Aber an dieser Stelle ist er schon rausgegangen. Und wir kontrollieren jetzt ganz gut deren Spawn. Und hier, seht ihr das? Oh, der grüne Marker. Ich liebe es, dass ich endlich gemerkt habe, dass man sich hier so Marker einbauen kann, wo man sieht, kann ich den penetrieren, kann ich den nicht penetrieren, kann ich den mit 50%iger Wahrscheinlichkeit penetrieren. Das, ich weiß nicht, wie ich genau darauf gekommen bin. Ich glaube, das habe ich bei Quickie Baby oder so gesehen. Und los, kriegen wir den Schuss noch drauf. Wir sehen ihn nicht. Da kommt er, glaube ich, wieder raus. Blind Shot. Scheiße. Eigener Stützpunkt wird erobert, sehen wir. Da sehen wir auch noch einen Jagdpanda, der irgendwie gespottet wurde von irgendjemandem. Und wir nehmen natürlich jetzt die Beine in die Hand, denn wir wollen verteidigen. Es ist eine ziemlich gute Runde. Wir haben schon sehr, sehr viel Schaden gemacht. 3000. Ich sage sehr, sehr viel, weil wir hier sehr, sehr viel klicken müssen. Haben jetzt schon seit dem letzten Mal 10 Schuss verschossen. Und jetzt wird hier gedecapped. Ich sehe, ja, wir kriegen das einigermaßen hin. Obwohl ich den Kollegen da nicht so ganz traue, denn da ist noch ein 7er, der J-Panther, der Jagdpanzer. Und da der VK los. Eins die Zeit. Scheiße. Los, los, los. Ah, jawohl. Schön die Kommandantenkuppe penetriert. Das war der VK. Und hier seht ihr diese schweren Panzer. Hier, wunderschön. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und auch noch wichtig, dass er den Turm dreht. Und das war der Tiger 131, irgendein komischer Premium-Panzer, den ich relativ selten sehe. Und wenn ich so überlege, Premium-Panzer bei den Deutschen, bräuchte ich wirklich den M10, den Panther. Dieser Panzer wurde im Jahre 1944 als Kriegsverbrechen eingesetzt. Und die Deutschen dachten sich, bauen wir doch unseren Panther ein bisschen um, dass er aussieht wie ein Achilles, M10 war es, M10, daher heißt er auch M10 Panther. Hier sehen wir jetzt noch einen Jagdpanzer. Der Kollege will ein bisschen mit uns traden. Kriegen wir ganz gut hin. Wir haben eine sehr, sehr schöne DPM. Den Schaden nehme ich auf jeden Fall mit. Und jetzt sieht es ganz gut aus. Zwei Panzer sind noch übrig. Der J-Panther und die Arti. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Arti noch hier auf mich schießen konnte. Die sollte sich eher mit dem Tiger P da hinten duellieren. Und jetzt müssen wir wieder zurück, denn der Jagdpanzer kann da hinten sich vollkommen Zeit nehmen, die 5er und 6er auseinanderzunehmen, den Schwede und den Ami. Denn die haben, glaube ich, wenig Chance. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Ami, der M4, die Derpgun hat, ist relativ hoch, denn ist sehr... Denn ich sehe sehr, sehr viele Panzer damit rumfahren. Die ist relativ gut. Die ist ungefähr so gut wie die große Kanone, die kleine große Kanone vom Panzer 4, die ich gerne spiele. Da sehen wir den Jagdpanther. Er begibt sich in den Angriff. Zerstört er den Stritzwagen. Hier kommt der Abpraller, die seitliche Seite. Und jetzt nehmen wir den Jagdpanther auseinander. Er hält an und weg ist er. Und das war diese wunderschöne Runde. Malinovka, 7 Kills, 3700 Schaden und noch ein bisschen gespottet. Hätte ruhig mehr sein können, mehr gespottet, weil wir hier relativ gute Sichtweiten haben. Und jetzt kommen noch die Stats dieser Runde. Das war der Sieg. Malinovka, alle Gegnerfahrzeuge zerstört. 85.000 Silberleinhammer. Scheiße, das war War Thunder, Entschuldigung. 85.000 Silber haben wir mitgenommen. Relativ viel Erfahrung und haben ja Großkaliber geschafft und Krieger heißt es, glaube ich. Ich bin mir noch sehr, sehr unsicher. 4000 Schaden. Haben hier sehr, sehr viel Schaden gemacht mit unserer kleinen Kanone, mit unserem kleinen Kaliber, besser gesagt. Das ist ehrlich gesagt eine riesige Kanone.
Das ist die Teamauswertung und wenn wir rüber zu den Gegnern schauen, sehen wir, die AT hat am meisten Schaden gemacht. Das ist richtig peinlich. Der VK, ja, der hat sich noch ganz gut duelliert, aber die anderen Kollegen IS hat es voll verkackt. Wahrscheinlich war es noch eher stockmäßig. KV1S auch nicht so gut. Tiger 131, weiß nicht, vollkommen durchgebrannt war dann wahrscheinlich der Michael Wittmann oder wie er heißt. Hat den gemacht und am Ende sind wir ganz gut rausgegangen, haben sehr, sehr viel Erfahrung mitgenommen. Und da seht ihr auch schon meine Crew. Damals war ich noch beim dritten Perk, aktuell müsste ich schon beim vierten sein. Ich will mich aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das war auf jeden Fall eine tolle Runde und in der nächsten Folge weiß ich noch nicht, wo man sich sieht. Ich glaube aber, das wird das Objekt 257, der Vorgänger vom IS-7. Und ich hoffe, ihr habt dann wieder ein bisschen Lust aufs Heavy fahren. Denn das wird wieder sehr, sehr spaßig mit Sidescrapen und Abprallern und sehr, sehr viel Spaß, würde ich sagen.